Heute möchte ich euch eine Methode zeigen, hartgekochte Eier einzulegen, einzukochen, die an sich schon sehr lecker schmecken, entweder als Beilage oder auch zwischendurch als Hauptspeise. Bringt euer Wasser zum Kochen, stecht die Eier an, sodass sie nicht aufplatzen. Und kocht sie für 10 Minuten hart. Sind die Eier dann 10 Minuten gekocht, dann schreckt man sie ab, damit man sie besser schälen kann. Aber nicht nur damit die Schale leicht abgeht, sondern auch, dass man sich die Finger nicht dran verbrennt. Als nächstes kochen wir Wasser mit Essig, Salz, ein bisschen Zucker und Kräutern, Gewürz nach eurer Wahl auf. Ihr müsst beachten, dass Essig, wenn er heiß ist, natürlich viel intensiver schmeckt, als wenn er dann ausgekühlt ist. Daher probiert ruhig mal im kalten Zustand euren Essigsud, wie er dann später schmecken wird. Zucker macht die ganze Sache ein bisschen süßer, dass man nicht nur Säure drin hat, sondern auch ein bisschen die Süße. Ich denke, das ist jetzt sauer genug. Und damit kochen wir das auch wieder auf. In der Zwischenzeit bereitet ihr euch ein paar Sachen vor, die ihr noch braucht. Hier ist auch wieder Geschmack gefragt, euer Geschmack gefragt. Ihr könnt Knoblauchzehen nehmen. Stücke von einer Sellerieknolle, zum Schärfen etwas Peperoni, natürlich auch Zwiebel, die Zwiebel darf auf keinen Fall fehlen, aber das ist ganz nach eurem Geschmack. Ihr könnt hier an Gemüsen, Kräutern, Gewürzen nehmen, was auch immer euch schmeckt. Macht es schließlich nicht für irgendjemand, sondern für euch selbst. Das Glas wasche ich stets in der Spülmaschine bei 70 Grad. Ich drehe den Deckel immer drauf, damit kein Dreck reinkommt. Und kurz bevor ich die Sachen einfülle, mache ich es erst auf. So, und dann schichtet ihr jetzt einfach da die Eier mit euren ganzen Gemüsesorten hinein, was ihr so als Beilage braucht oder wollt. So, das ist nicht ganz voll, man könnte es auch noch voller machen. Aber das passt schon. Wenn euer Essigsud aufgekocht ist, dann gebt ihr ihn über die Eier und das Gemüse, bis sie gut bedeckt sind. Schaut aber immer, dass so das obere Stück, das Schrabstück vom Glas Luft drin bleibt. Dann schrauben wir das Glas zu. Normalerweise könnte man es jetzt schon so stehen lassen, wenn man es nicht vorhat, länger zu lagern, einzulagern. Zum Zuschrauben nehme ich immer einen Lappen, das ist doch dann heiß. So, wenn man es noch länger haltbar machen will, mehr als ein paar Wochen oder Monate, dann kann man das Ganze auch noch einkochen. Dazu nutze ich einen herkömmlichen Dampfdrucktopf. Ein bisschen Wasser rein, das noch warme Glas oder die Gläser reinstellen, den großen Deckel drauf und das Ganze aufkochen lassen. Manche Töpfe
haben unterschiedliche Temperaturanzeigen. Das ist jetzt ein Topf von einer namhaften Firma. Der kennt nur Soft oder Turbo. Wir heizen das Ganze jetzt auf Turbo auf. Und also Druck ungefähr so 2 Bar. Dann entspricht dann 120 bis 125 Grad. Und dann lassen wir das Ganze nochmal 6 Minuten, 7 Minuten bei dieser Temperatur im Dampfdrucktopf. So, dann ist jetzt so ein obersten Anschlag, eigentlich schon ein bisschen zu heiß. Dann stellen wir die 6 Minuten ein. Da wir das eh schon warme Glas, das ist mit Essig gefüllte Glas, da waren auch schon die noch warmen Eier drin, reingestellt haben, dauert das Aufheizen nicht allzu lange. Bei mir in diesem Fall nur 3-4 Minuten. Jetzt kommen wir langsam in den grünen Bereich rein. Das heißt, der Dampfdrucktopf ist jetzt ungefähr bei dieser Barzahl, die ich gesagt habe. Da stelle ich den Herd runter auf 3, 4. Und ja, dann warten wir ab. So, wenn der Topf abgekühlt ist, dann können wir den Deckel runternehmen. Vorher lässt sich ja der Druckkochtopf eh nicht öffnen. So, und dann empfiehlt es sich mit einem Handschuh das Ganze rauszuheben und auf eine Unterlage zu stellen. So sieht das Ganze dann aus. Und dann lassen wir es jetzt einfach abkühlen. Was man noch dazu sagen muss, essen kann man es erst nach gut 14 Tagen, wenn die Eier durchgezogen sind. Je länger, desto besser ist es. Und es sollte eigentlich ja, mindestens ein Jahr lang halten. Das sieht man aber ganz einfach, wenn man solche Gläser benutzt, wie dieser Deckel nicht rausspringt und drin bleibt. Ich zeige euch den Deckel mal. Verschiedene Varianten kann man auch mit normalen Christophgläsern machen. Da sieht man, da ist der hier runtergedrückt. Und wenn er nach oben kommt, dann würden sich drinnen Gase entwickeln. Und dann ist es natürlich nicht mehr genießbar.